Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu State of Decay 2. Wie im letzten Mal im Stream angekündigt, wollte ich euch das Spiel mal vorstellen. Es gibt schon ziemlich lange und ich habe es eigentlich auch schon ziemlich lange und habe immer wieder mal reingeguckt und es hat mich irgendwie nie so gefesselt. Und das Spiel wurde, wie ihr hier unten seht, weiter geupdatet, mittlerweile Update 34. Und ich habe mir ein paar Stunden reingespielt und muss sagen, es hat mich ziemlich gefesselt. Also die Charakterentwicklung ist sehr interessant. Dann dieses ganze Untereinander in dieser Gruppe. Also wer State of Decay gar nicht kennt, ist ein Zombie-Survival-Spiel, also Walking Dead quasi zum Nachspielen. Grafik ist jetzt so, ich sag jetzt einfach mal, naja, aber ich find's in Ordnung. Mir hat Spaß gemacht bei dem Anspielen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sich das hier auf YouTube entwickelt, ob das jetzt ein Let's Play wird oder ob es wirklich jetzt nur angezockt wird für euch. Einfach, dass ich euch das Spiel vorstellen kann, werden wir sehen. Wir starten jetzt auf jeden Fall mal rein. Und wir nehmen natürlich eine neue Gemeinschaft. Wir werden das Tutorial jetzt mal überspringen, weil das kenne ich schon. Und jetzt können wir den Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich nehme jetzt einmal Schrecken. Standard ist auch okay, aber ich habe so ein bisschen gelesen und es wird empfohlen, Schrecken zu nehmen, weil es einfach ein bisschen spannender das Ganze macht. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir wissen ja eh nicht, wie es läuft. Und wenn die Leute sterben, dann sterben sie halt. Dann machen wir eine neue Kampagne. Ist halt schön, weil wirklich das sich immer dynamisch entwickelt, das Ganze. Aber werdet ihr sehen. Man könnte das Ganze natürlich auch benutzerdefiniert machen. Aber wir nehmen jetzt einmal Schrecken. So. Jetzt können wir eine Karte auswählen. Also ich habe meine erste Gemeinschaft in Trumbull Valley gestartet und ich will jetzt ein bisschen was anderes sehen. Man kann auch zufälligerweise auswählen. Ich werde mir jetzt da gar nicht lang das durchlesen, weil ich möchte ein bisschen überrascht werden. Ich nehme jetzt einfach mal Providence Ridge. Das nehmen wir jetzt einfach mal. So. Und dann viel Spaß mit State of Decay 2. So, jetzt erstellen wir Überlebende. Die sind zufällig, haben auch Eigenschaften. Also er ist jetzt zum Beispiel Sheriff. Er ist ein Skater. Ermutigend. Mysophobiker. Ganz ehrlich, weiß ich gerade nicht, was das ist. Ich schäme mich gerade ein bisschen, aber eine Phobie auf jeden Fall. Vielleicht irgendwas mit Mystik, dass er da Angst hat. Keine Ahnung. Mysophobiker. Wenn es jemand weiß, bitte in die Kommentare rein. Genau. Ich könnte den jetzt nochmal auswürfeln lassen, aber Sheriff hat euch gute Werte. Geistesgegenwart ist noch nicht so gut. Das ist quasi wie heimlich und beim Durchsuchen zum Beispiel. Aber das werdet ihr alles im Spiel noch sehen. Kämpfen kann er nicht, schießen kann er nicht. Aber er hat einen Spezialstern in Hygiene. Keine Ahnung, was das auch noch alles bedeutet. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber den behalten wir jetzt einfach mal. Leider können wir keinen Namen ändern. Aber dann solltet ihr natürlich einen Namen aussuchen können. Wir nehmen den nächsten. Sava. 100 und 112, das wäre jetzt auch ein Sheriff. Hunde ausführen, Paintball spielen, wählerisch beim Essen. Naja, die kann gut schießen, aber es ist wählerisch beim Essen. Also noch ein Sheriff, weiß nicht. Drücken wir mal die T, noch ein Sheriff. Studentenberater, liebt Gartensendungen, Frühaufsteher, Cardio, Geistesgegenwart, kämpfen, schießen, Gartenbau halt jetzt der ein bisschen. Kriegsherr, schaut Westernfilme, Einzelstudentin. Ah, nehmen wir doch mal die Kili Cooper. So, wen haben wir hier noch? Schlachthausarbeiterin, oh. Ehemalige Hausbesitzerin. Ich möchte jetzt mal noch, Baumeister gibt es auch noch. Bob, der Baum, oh Gott, den müssen wir nehmen, egal was er für Werte hat. 100-100 ist jetzt eigentlich nicht so toll. Essenzusteller ist wie ein Spatz, das ist, glaube ich, gut. Er kann fahren, ein bisschen schießen, Geistesgegenwart. Ja, so machen wir es. Also wir haben Uli, Kelly und Bob, den Baumeister. Gigantisch geil. Bob, der Baumeister. Ja, geleck.
So, also ich kenne die Map nicht. Last time I accidentally stumbled on a juggernaut. I have a better idea. We could settle down here instead of moving on. I admit, it looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does feel kind of homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. We just have to find a spot that's defensible. Maybe with some room to expand. So. Auf der Suche nach einer Base. Gehen wir mal jetzt auf die Map. Hier rechts haben wir scheinbar schon die Möglichkeit. Hier ist unser Auto. Oh ja, ist eine große Karte. Okay, hier kommen wir dann auch gleich wieder raus. Also man kann die Karten scheinbar auch wechseln. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Jetzt gucken wir mal als erstes hier ins Auto rein. Ah ja. Nimmt es schon mal mit. Genau. Ja, dann kann ich ihr das hier schon mal geben. Und den zweiten Packsack noch mitnehmen. So, und da vorne haben wir schon mal die ersten Zombies. Und das Schöne ist, egal was wir machen in dem Spiel, wir leveln. Also wenn wir jetzt hier kämpfen, leveln wir kämpfen. Wenn wir schleichen und Sachen tun, die ja, Geistesgegenwart, sage ich jetzt einmal, triggern, dann leveln wir das. Oh, okay. Das sieht nicht gemütlich aus, wie der da dran hängt. Und man kann jetzt hier auch durchsuchen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt Shift drücke, dann durchsucht er schneller. Hat natürlich den Vorteil, dass es schneller geht, aber auch die Gefahr, dass das Ganze schief geht, das schnelle Durchsuchen. Und dann macht es einen Ton, was Zombies anlocken kann. Wenn du natürlich vorher alle ausgeschaltet hast in der Umgebung, dann ist es nicht so schlimm. So. Und wir haben die Base geklärt. So. Oh, wir haben hier schon eine Krankenstation mit drin, für zwei Autos Platz und einen Feuerwachturm. Okay, bestätigen wir mal. Das ist unsere erste Base. So. Gut. Wir brauchen jetzt Materialien. Wir haben jetzt nur einen kleinen Rucksack. Ich muss jetzt mal schnell gucken. Was hast du für einen Rucksack? Auch nur 6. Den nehmen wir uns jetzt mal, das nehmen wir uns mal. Den Rest kannst du eigentlich behalten. Dann haben wir hier noch mehr Lebensmittel. Und gucken wir mal, was Bob hier. Oh, der hat einen 8er. Den nehmen wir ihm. Dann können wir den ausrüsten und legen den anderen ab, den soll er sich dann holen, wenn wir mit ihm losziehen. So, wir haben ein Messer und einen Baseballschläger und ja, wir ziehen jetzt mal alleine los. Gucken wir mal, wo uns vorgeschlagen wird zu suchen. Verwende den Aussichtspunkt. Okay. Können wir hier schon Materialien finden? Also in meiner anderen
Angespielt Geschichte hat es mir direkt einen Punkt gezeigt. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Aber erst schalten wir mal den Kreischer aus. Der gibt uns Einfluss. Und ja, ich will da jetzt nicht in der Nähe den Kreischer haben, wenn ich jetzt hier was durchsuche. Sonst kann die Hölle ausbrechen. Wir müssen am Anfang wirklich vorsichtig sein. Also. So schleichend geht das Ganze natürlich. Oh, da oben sind die Jungs mit den roten Augen. Die sind verseucht. Die Blutseuche quasi. Und wenn uns die beißen, dann. Nicht so toll. The air feels thick. There's gotta be a plague heart nearby. Probably lots of plague zombies too. Und ihr seht jetzt, wenn ihr unten links auf die Karte guckt, seht ihr, dass hier alles rot ist. Das bedeutet, hier ist irgendwo ein Seuchenherz. Und dann sind eben auch die Zombies so mit roten Augen. Und die können einen eben infizieren. Okay, hier gibt es keinen Loot. Man sieht oben links, wie viel Loot-Container das es gibt. Und hier mal ein bisschen Benzin. Das Blöde ist, man kann immer nur einen Packsack tragen. Die werden einen beißen, dann kann es halt wirklich sein. Ah, oh, scheiße. Okay. Oh, wow. Das war jetzt schon eine gefährliche Situation. So, Geistesgegenwart gelevelt. Und wenn man die Sterne voll hat, dann kann man immer so einen speziellen Perk auswählen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war jetzt auch schon wieder knapp. Oh, eine solche Probe ist sehr gut. Wenn wir nämlich jetzt wirklich infiziert werden, dann können wir ein Heilmittel herstellen mit der solchen Probe. Okay. Gut. Dann schauen wir jetzt mal zu dem Tatanmarkt. Es gibt natürlich auch Finisher. So, und hier, wenn wir jetzt schnell suchen, levelt das auch unsere Geistesgegenwart. Aber es kann natürlich auch schief gehen und dann eben einen ziemlichen Laut machen. Und es kann natürlich Zombies anlocken. Wir sehen oben wieder links, es sind drei Loot-Container, die wir hier finden können. Und ja, dass der Bereich aktuell sicher ist. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir suchen. Oh. Oh ja. Jetzt haben wir ein Problem. Genau. Okay. Genau, das wollte ich euch jetzt demonstrieren. Wie schnell das blöd laufen kann. Und das macht halt das Spiel wirklich, ich finde es sehr, sehr geil.
Okay, hier haben wir jetzt noch einen Nahrungspacksack. Den holen wir uns später ab. Später kann man halt mit dem Auto dann auch rumfahren. Jetzt müssen wir das erstmal zurückbringen. Und dann kann man auch mehr Zeug mitnehmen. Oder man nimmt halt noch Freunde mit, die dann mehr tragen können. Natürlich gehen Waffen auch kaputt. Man kann Waffen modifizieren. Es gibt verschiedenste Kniften. Munition muss man natürlich dazu erfinden. Und ja, also es ist ein ziemlich geiler Loop, finde ich, in dem Spiel. Die Charakterentwicklung und eben was mit der Base, mit den anderen Charakteren passiert, welche Quests das man bekommt, ist eigentlich alles sehr spannend. Die Base kann angegriffen werden, also es ist schon viel geboten mittlerweile in dem Game. So, müde sind wir noch nicht, also werden wir gleich wieder losziehen. So, können wir hier eigentlich auch runterspringen, ohne Schaden zu bekommen. Aber warum ist der Pfeil hier? Kann mir das mal jemand sagen? Ach. Kann ich hier, oder kann ich das vielleicht schon bauen? Betten bauen? Ne, wir haben ja schon Betten. Aber wir haben ja noch überhaupt keine Materialien, oder? Doch drei haben wir schon. Aber das reicht ja für nix. Naja. Müssen auf jeden Fall nochmal los. Ja, so sollte man vielleicht auch nicht machen. Schnell durch eine Tür durchlaufen. Und man muss natürlich auch nicht alle nur leise killen, wenn so vereinzelte da sind. Würde ich die gerne immer normal, um eben auch den Kämpfen-Skill zu leveln. Denen, wenn man auch hochbekommt, bekommen sie mehr Lebenspunkte und so. Und es ist halt dann schon spannend, wenn du dann irgendwie einen Charakter hast, der sich schon weiterentwickelt hat, mit dem musst du halt schon viel erlebt hast und der halt dann wirklich dann in lebensgefährlichen Situationen steckt und dann okay, hier haben wir. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir es schon geschafft. Und sind infiziert. Scheiße, Mann. Okay, aber wir können uns ja heilen, glaube ich. Also, ich hoffe jetzt mal. Whisky Molotov Cocktail. Luxusgegenstand, okay. Den können wir vielleicht verkaufen. Man kann auch handeln mit anderen. Gemeinschaften. Wasserkühler, eine Anlagenmod. Okay, jetzt sind wir relativ schwer. Ah ja. Das werden wir jetzt dann eh brauchen. Okay, das Gebäude ist sauber. Man könnte jetzt auch Außenposten bauen, aber das ist hier noch verseucht, das funktioniert das Ganze nicht. Dazu muss man erst das Seuchenherz kaputt machen. Aber wir haben immer noch nicht das gefunden, was wir eigentlich wollen, und zwar Materialien. Ich bringe das jetzt nochmal zurück. In die Base.
Welcome. Welcome, welcome, welcome. So. Gut, dann haben wir mal das. Dann packen wir hier ganzen Sachen rein. Und jetzt ist die Frage, sollen wir mit ihm gleich mal Pause machen und uns den nächsten Charakter schnappen. Weil die Seuche ist ja noch nicht wirklich ausgebrochen. So, dann gehen wir mit Bob mal weiter. Der hat schon eine gute Geistesgegenwart. Kontrolle übernehmen. So, los geht's. Der hat keine Waffen. Oder sieht man die erst, wenn man rausgeht? Wo ist jetzt der andere? Wir brauchen ja noch den großen Rucksack. Bob ist Kelly. Bin ich jetzt blind? Wo ist er denn? Ah, hier liegt er. No room for that. Kein Platz dafür? Ach so. Okay, das ist natürlich jetzt doof. Dann nehmen wir hier den kleinen Rucksack dabei. Wir haben ja noch einen Nahrungspacksack rechts davon. Aber wir wollen jetzt mal hier in die Werbetafel hoch, dass wir mal schauen können, was so ein dumm bisschen ist. Was hat er jetzt für Waffen? Eine Axt und ein Messer auch. Wow, das dachte ich schon. Ist auch noch ein Einzelner. Ja, die Axt kämpft sich anders als der Baseballschläger. Jetzt haben wir schon ein bisschen was kassiert. Aber bei den normalen Zombies ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ah, nicht gut. Nicht gut. Aber er ist auch noch kein guter Kämpfer. Das ist jetzt auch das andere Problem. Bei den solchen Zombies werde ich mit ihm sicher nicht in die Konfrontation gehen, sondern versuchen, die leise auszuschalten. Oh, das sind gleich drei. Das ist nicht gut. Oh oh. Okay, jetzt haben wir schon die Scheiße da, gell? Puh. Das war knapp. Okay. Zum Glück haben wir nur zwei angezogen und nicht drei. So, jetzt müssen wir hoch hier in die Werbetafel, um hier ein bisschen Ausschau halten zu können. So.
Okay, hier sehen wir was. Die Fragezeichen sind jetzt wichtig. I'm not finished yet, but it's coming along. Sweet. Okay, nothing more to see here. Okay, gut. Dann wieder ab nach unten. So, ach, hier ist noch ein Auto, das wir durchsuchen können. Ein paar Ersatzteile. Wenn wir mal in die Tanke hier reingehen. Aber hier finden wir eigentlich wieder eher Benzin. Keine Ersatzteile. Oh, Kacke. Nein! Oh Mann. Zum Glück haben wir jetzt gleich eine Seuchenprobe gefunden. Er ist jetzt auch wieder infiziert. Oh Mann. Straßenfackel. Okay, da kann man quasi Zombies weglocken mit der. Das wäre noch gar nicht ausprobiert, wie das geht. Hier gibt es scheinbar keine Container mehr. Oben am Dach könnte noch was sein. Hier scheint aber auch nichts zu sein. So. Hier haben wir noch drei, okay. Hier müssen wir uns jetzt Zeit lassen. Zumindest ein bisschen. Nicht schon wieder. Das war One-Hit-Wonder, gell? Here's some shit I found out there. Some of it might be useful. Okay. Gut. Ja, aber das, wo wir finden wollten, haben wir immer noch nicht. Olli hat sich erholt. Ich glaube, diese kleinen Schrauben, wenn man da genügend hat, kann man die auch zum Baum benutzen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Machen wir es doch gleich so. Wir lagern den ein. Ziehen den an. So, dann machen wir mit Olli weiter.
So. Okay, jetzt können wir mal auf der Karte gucken. Vielleicht hier in diesen Schließfächern. Das ist nicht weit weg. Da waren wir noch nicht. Da schauen wir jetzt mal hin. Solche Dinger findet man halt ideal natürlich durch die Aussichtsplattform. Gut, das hätten wir auch so irgendwann mal gefunden, aber... Oh. Oh shit, das ist ja ein Kawäscher. Oh Mann. Wir haben halt auch keine Armbrust oder irgend sowas. Oh Mann. Wieso folgt uns der Typ? Das war jetzt haarscharf, habe ich irgendwie das Gefühl. Der muss weg. Gefühlt verfolgt uns der tatsächlich. Oh nein, jetzt steht sie natürlich an. Okay. Wow. Okay. Ich dachte jetzt, dass es schlimmer wird. Der Typ ist einfach, den wir hier spielen, das ist eben auch das Schwierige. Weil der Schleichen halt noch so gut wie gar nicht beherrscht. Beim anderen, da kann man ganz nah an die Zombies heran und er hier wird halt bei jedem Schuss gefühlt. Wahrgenommen. Und ich wollte gerade was zur Folgenlänge erzählen. Also normalerweise möchte ich es an die 30 Minuten halten. Aber da ich jetzt hier nicht einfach einen Cut machen kann, ist die erste Folge jetzt ein bisschen länger. Und wir durchsuchen das hier noch. Ich möchte den Zombie da noch ausschalten. Wie gesagt, mit ihm ist es eh nicht schlecht, wenn der ein bisschen Heimlichkeit lernt. Und schon haben wir hier nochmal ein Level Up. Okay. Okay, eine neue Waffe und Benzinkanister. Aber das war's dann auch schon, oder? Okay. Das ist... Das, was wir suchen. Irgendwas? Ne. Da auch nicht. Let us repair our damaged and broken weapons. So, wir sollen eine Werkstatt bauen.
Bob ist wieder fit. So, wir sollen einen Wachturm bauen und einen Außenposten. Sollen mit Geld sprechen. Ah, die sind da vorne, okay. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich war jetzt schon über Länge. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, wie euch das Spiel bis jetzt gefallen hat. Ich finde es sehr spannend und würde mich freuen, wenn es euch auch gefällt. Ihr wisst, wie es geht. Daumen nach oben ist immer ganz, ganz gut für den Kanal, dass das Video auch mehr Leute sehen. Und schaltet halt auch beim nächsten Mal wieder ein. Und dass ihr das nicht verpasst, das kostenlose YouTube-Abo nicht vergessen. Bis bald, euer Will.